Wie viel verdient ein Zahnarzt eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie viel ein Zahnarzt eigentlich genau verdient. Im Internet gibt es ja diverse Angaben, die sind aber relativ unpräzise. Häufig sind das eben irgendwelche Durchschnittswerte. Und in diesem Video möchte ich euch eine genaue Analyse zum Einkommen von Zahnärzten geben. Und auch von verschiedenen Gruppen von Zahnärzten, damit ihr da einen wirklich guten Überblick bekommt. Ich fange mal an mit dem Assistenzarzt. Also wenn man mit dem Studium fertig ist und aus Deutschland, also in Deutschland studiert hat, dann muss man eine Vorbereitungszeit oder Assistenzzeit ableisten. Die geht 2 Jahre in der Regel und dann, nach diesen 2 Jahren, bekommt man die Möglichkeit, bei der Kasse eine mündliche Prüfung abzulegen und dann wird man Vertragszahnarzt. Kann also auf eigene Rechnung eben Patienten behandeln und somit eine eigene Praxis übernehmen oder neu gründen. Oder als Partner in einer größeren Zahnarztpraxis einsteigen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, als angestellter Zahnarzt dann weiterzuarbeiten, was immer mehr Zahnärzte auch tun. Das liegt zum einen an der Feminisierung des Berufes. Frauen arbeiten dann doch öfter angestellt, da man eben dann den Beruf besser mit der Familie vereinbaren kann. Und die Mehrzahl der Zahnmediziner sind eben Frauen. Und zum anderen liegt es einfach auch daran, dass es der Zeitgeist sich verändert hat. Und die Menschen einfach mehr Freizeit auch möchten, also diese Work-Life-Balance einfach wichtiger wird. Davon haben wir jetzt genug gesprochen, es soll ja wirklich heute konkret ums Einkommen gehen. Also wie viel verdient jemand, der als Zahnarzt, als Assistenzzahnarzt arbeitet während diesen 2 Jahren? Das funktioniert so, während der Assistenzzeit verdient ihr im Schnitt so 2.500 Euro brutto. Es kann auch sein, ihr fangt mit 2.000 Euro brutto an und dann wird das Gehalt alle 6 Monate auf 250 Euro angehoben. Netto bleibt natürlich nicht sonderlich viel übrig, wenn man bedenkt, dass ihr ja 5,5 Jahre studiert habt und auch ein wirklich sehr hartes Vollzeitstudium durchgezogen habt, erfolgreich. Aber es ist eben auch so, dass ihr nach dem Studium, gerade wenn ihr in Deutschland studiert habt, noch relativ wenig Erfahrung habt. Insofern Bulgarien, wo ich Zahnmedizin studiere, mittlerweile im 10. Semester, ist es so, dass wenn man mit dem Studium fertig ist, dann hat man bereits so viel praktische Erfahrung, dass man wirklich schon eigenständig arbeiten kann. Natürlich ist man auch relativ unerfahren und braucht auch noch Zeit, aber nicht so viel wie jemand, der in Deutschland arbeitet. Und aufgrund des EU-Rechts fällt die Assistenzzeit für EU-Bürger aus, also die nicht in Deutschland studiert haben, sondern im EU-Ausland, zum Beispiel in Bulgarien, die fällt komplett weg. Man geht direkt zur Kasse, wird direkt Vertragszahnarzt und arbeitet dann eben noch eine Weile in Angestelltenverhältnissen, bis man sich dann eben, wenn man will, selbstständig macht, nach 1, 2, 3 Jahren. Sogar 4 oder 5 Jahren, je nachdem, wie ambitioniert man ist in Bezug auf, wie breit möchte man aufgestellt sein. Ja, wenn man sich jetzt vielleicht auf eine Nische spezialisiert, braucht man vielleicht ein bisschen weniger Ausbildungszeit. Aber es ist schon sinnvoll, mehrere Jahre nach dem Studium eben erstmal angestellt bei verschiedenen Praxen sich anzulernen und eben möglichst viel Wissen aufzunehmen, bis man dann in eigener Praxis durchstartet, wo man natürlich dann auch wieder kontinuierlich lernt, Fortbildungen besucht und wahrscheinlich auch viele Wochenenden eben in Fortbildungen verbringt. Wie viel verdient man jetzt, wenn man angestellter Zahnarzt ist und diese Assistenzzeit hinter sich gebracht hat? Also auch da geht dann das Einkommen kontinuierlich nach oben. Aber wie oft, wenn man in Angestelltenverhältnissen ist, geht eben bis maximal 50% des Einkommens eben an den Arbeitgeber ab. Also an die Praxis, ja. Das heißt, ihr bekommt nur einen Teil von dem, was ihr eigentlich erwirtschaftet. Und in der Regel ist es so, dass die Zahnmediziner da den Arbeitsvertrag so gestaltet haben, dass sie zum Beispiel 4.000 Euro, also sagen wir mal, man hat 5 Jahre Berufserfahrung vorzuweisen, dann bekommt man 4.000 Euro fest und dann nochmal zum Beispiel 20% Umsatzbeteiligung oder 15% Umsatzbeteiligung auf den Umsatz, den man eben selbst, also auf den eigenen Umsatz, den man eben erwirtschaftet. Und so sehen die meisten eben
Arbeitsverträge eben aus, dass ihr ein Festgehalt habt und eine Umsatzbeteiligung. Ich kenne auch Zahnärzte, die das auch häufig, dass man zum Beispiel ein Festgehalt hat von 60.000 Euro und das war's. Ja, wie viel verdient jetzt ein Praxisinhaber? Ja, und da begeben wir uns natürlich in ein Gebiet, was sehr schwierig ist zu beantworten. Es gibt Durchschnittswerte, durchschnittlich verdient eine Zahnarztpraxis 140.000 Euro im Schnitt. Ja? Und viele Zahnärzte verdienen auch ungefähr so viel. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es gewaltige Unterschiede gibt. Es gibt Zahnärzte, die selbst und eigenständig, weil sie eben so viel können, weil sie chirurgisch, implantologisch, kieferorthopädisch tätig sind, ein unglaublich großes Spektrum abdecken, mehrere angestellte Zahnärzte haben und so weiter, einfach unfassbar viel verdienen. Teilweise auch mehrere Kliniken, mehrere Praxen haben, ja, und dann gibt es andere, die einfach ganz alleine eigenständig ihre Praxis haben. Und da kommt es dann eben auch ganz drauf an, was machen die, wie arbeiten die, in bestimmten Bereichen verdient man deutlich mehr. Und ja, also ich würde mal sagen, in eigener Praxis ist es schon sehr, also es gibt schon sehr, sehr wenige, die da unter 100.000 Euro verdienen, und ich würde mal sagen, keiner, der nicht mindestens 25 Stunden arbeitet, verdient unter 100.000 Euro im Jahr. Natürlich muss man sagen, dass das Ganze wirklich sehr schwer zu beantworten ist, wie viel man im Durchschnitt verdient. Wie gesagt, der offizielle Durchschnittswert sind 140.000 Euro im Jahr, aber es gibt auch Zahnärzte, die 250, 300 oder 400.000 Euro verdienen. Wesentlich mehr verdienen wenige Zahnärzte, sofern sie nicht mindestens drei Zahnärzte angestellt haben, aber es gibt natürlich auch Praxen, die 800.000 Euro und mehr verdienen. Es kommt eben immer ein bisschen drauf was an, was man macht. Ist man ausschließlich für Privatpatienten tätig, so hat man meistens zwar weniger Zeit investiert, aber dafür auch weniger Patienten. Das Gehalt ist trotzdem meistens bei 200.000 Euro bei einem Privatzahnarzt, der selbstständig ist, ja, also schon deutlich nochmal höher. Es dauert natürlich auch eine Weile, bis man dann dahin ist. Man muss natürlich auch besonders hochwertige Arbeit dann leisten. Dann natürlich die Implantologie noch zu erwähnen. Dort verdient man deutlich besser. Die Kieferorthopädie ist auch ein Bereich, in dem man wirklich top verdient. Das sind so zwei Bereiche, die Dentale, also die Ästhetik. Ästhetische Zahnmedizin ist ein Bereich, in dem man sehr gut verdienen kann. Aber es kommt eben alles immer wie so oft im Leben ganz darauf an. Aber damit ihr einfach Eindrücke bekommt, zeige ich euch das gerne. Und was ich mir auch gedacht habe, ist, dass ich euch jetzt auch mal ein paar Zahlen am PC zeige. Und zwar könnt ihr ganz guten Überblick bekommen, wie viel man denn mit einer Zahnarztpraxis so erwirtschaftet, wenn ihr einfach auch mal auf Verkaufsportale geht, bei denen Zahnarztpraxen verkauft werden. Und dort bekommt ihr einen Überblick über die verschiedenen Umsatzzahlen, Gewinnzahlen, Stunden, die ein Behandler eben dort arbeitet, und Spektrum, Behandlungsspektrum. Also wir können uns gerne da mal durchklicken. Ich verlinke euch das Ganze auch unter diesem Video einmal. Wie gesagt, einkommenstechnisch gibt es da eigentlich keine Grenze nach oben. Es kommt immer darauf an, was wollt ihr als Zahnarzt machen, wie wollt ihr arbeiten, wie viel wollt ihr arbeiten. Und natürlich letzten Endes auch, wie gut seid ihr in dem, was ihr tut. Und ja, der Beruf des Zahnarztes und erfolgreich eine Praxis zu führen, hat natürlich viele Aspekte. Und je nachdem, wie erfolgreich und wie ambitioniert ihr seid, je nachdem werdet ihr auch, dementsprechend werdet ihr auch verdienen. Aber ihr werdet in jedem Fall Spitzenverdiener sein. Sofern ihr vernünftig mit dem Geld umgeht, solltet ihr euch um Geld wahrscheinlich keine Sorgen machen müssen. Auch mit eurer gesamten Familie solltet ihr da gut durchkommen können. Ist es fair, dass ein Zahnarzt so viel verdient? Seid ihr der Meinung, dass Zahnärzte mehr verdienen sollten? Ja, das würde ich gerne von euch wissen. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Meiner Meinung nach ist es so, dass Zahnärzte wirklich ein extrem hartes Studium haben. Nach allen Statistiken, die es dazu gibt, ist das Zahnmedizinstudium die Nummer 1, also das zeitintensivste Studium, das es gibt. Es ist auch psychisch extrem stressig und extrem belastend. Und auch die Arbeit eines Zahnarztes ist sowohl gesundheitlich,
handwerklich, gesundheitlich in dem Sinne, dass es gesundheitliche Risiken birgt, ja, ein Infektionsrisiko an Hepatitis, AIDS oder sonstigen Infektionskrankheiten, die mitunter tödlich sein können, zu erkranken, das ist wirklich da, dieses Risiko. Dann ist das Risiko, dass ein Patient verletzt werden kann. Es kann ein Patient auf dem Behandlungsstuhl sterben und gemessen auf ein ganzes Leben des Zahnarztes wird das wahrscheinlich auch einmal vorkommen. Wie stark chirurgisch tätig da Zahnärzte eigentlich auch sind, welche große Verantwortung sie tragen, das ist vielen gar nicht so bewusst. Und viele verstehen den Zahnarzt nur als Handwerker, nicht als Mediziner, so wie es eigentlich ist. Wenn man das alles bedenkt, diese große Verantwortung, diese körperliche Arbeit, diese mentale Arbeit, psychische Belastung, der Stress, dann muss man schon sagen, denke ich, ist das Gehalt gerechtfertigt. Schließlich muss man auch die Opportunitätskosten und die Studienkosten verrechnen. 5,5 Jahre Studium, dann nochmal 2,5 Jahre, wo man auch gar nicht so gut verdient. Zwei Jahre meine ich, Entschuldigung. Wenn man das alles berechnet, ja, dann finde ich es durchaus fair, dass Zahnärzte an der Spitze oder an den oberen Gehaltsgruppen angekommen sind. Es ist auch längst nicht mehr so wie früher. Es gab eine Zeit, da hat die Kasse beinahe alles gezahlt und da haben die Zahnärzte wirklich, waren die Spitzenverdiener, also haben wirklich over the top verdient. Das ist jetzt auch längst nicht mehr so. Zahnärzte verdienen immer noch gut, aber reich wird man als Zahnarzt in der Regel nicht. Ja? Was meint ihr dazu? Schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare, was eure Meinung da ist. Wie gesagt, ich finde es fair. Ich bin nicht dafür, dass Zahnärzte mehr verdienen sollten, aber ich finde auch nicht, dass sie weniger verdienen sollten. Und so wie es derzeit ist, ist der finanzielle Erfolg eben auch davon abhängig, wie gut man ist, wie vielen Menschen man weiterhelfen kann und wie gut man Menschen weiterhelfen kann. Und von daher finde ich das eine relativ runde Sache. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass es in Ordnung ist, dass man zum Beispiel, ja, als Pfleger zum Beispiel, so viel weniger verdient. Ja, das finde ich natürlich auch ungerecht. Und in vielen anderen Berufen sollte das Gehalt gerade in der Gesundheitsbranche deutlich höher sein, meiner Meinung nach. Aber schreibt es mir bitte in die Kommentare. Auch das würde mich interessieren, was ihr dazu meint. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, mir ein Abo gibt und eben auch die Glocke aktiviert. Wenn ihr Fragen habt zum Medizinstudium oder Zahnmedizinstudium im In- oder Ausland, dann schreibt mir gerne. Ich studiere ja Zahnmedizin im 10. Semester im Ausland, NC-frei. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich habe meine Kontaktdaten in der Infobox angegeben unter diesem Video. Das war's. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel in Bulgarien.